Weißt du, das sieht dann so aus wie, bei Aladdin. Ja, wie der Sultan, die Kekse Dings reindrückt. Jago. Reindrückt. So sieht das aus beim Drachen und Alisea. Hier, nimm noch was! Noch was! Einer geht noch. Der Edrie hat alles akasisch gemacht. Nicht gut. Oh, hier sind so viele Gegner um mich herum. Oh, renn! Noch einige habe ich doch schon kaputt gemacht. Mir rennt die Zeit davon. Ich muss Theodor finden, bevor der Drache es tut. Anscheinend hat er mich gefunden. Er ist auch schon akasisch. Grüße dich, Alexa. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht es dir? Voll in die Fresse. Und jetzt auf die Brust, mein Freund. Hatsch. Wo brennst du denn hin? Full Dive! Sehr gut geht's hier. Ah, das freut mich. Drachentanz. Oh, er will mit mir dancen. I feel like dancing. Den Input riecht die jetzt aber volle Kanne rein, ne? Und den nächsten reindrücken. Ja.
Ui, fui. Und gute Nacht, Marie. Ja, heute hat er Geburtstag. Bei dem, wir nehmen erstmal keine Leckerlis. Ernsthaft? Das ist der Hochzeit. Ah, okay. Dankeschön, Dankeschön. Muss ich das umändern? Weiß ich nicht, warum der das Datum drin ist. Das ist einfach nur so übertragen. Egal. Rams. Live. Theodor, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wir müssen dich hier rausbringen. Dafür ist es schon ein kleines bisschen zu spät, fürchte ich. Selbst ein Träger hält so viel Äther auf Dauer nicht aus. Und der Drache wollte mich einfach nicht gehen lassen. Ich danke dir, Clive. Du hast dieses Dorf gerettet. Und damit Els Traum? Theodor! Zwing mich bitte nicht dazu. Hör auf, Theo! Hör auf! Zurück, Alois! Äther! Du darfst hier nicht rein! Danke, Clive. Es geht schon. Theodor hat wahren Mut gezeigt. Er hat sich für das Dorf geopfert.
Für ihn zählte nur, dass der Drache stirbt. Er hat immer erst an die Sicherheit anderer gedacht. Und nun ist er tot. Weil ich ihn dorthin geschickt habe. Gegen seinen Willen. Nicht gegen seinen Willen. Er wollte dir unbedingt beweisen, dass er auf eigenen Beinen stehen kann. Damit du endlich dein eigenes Leben leben kannst. Mein eigenes Leben? Wieso hat er meine Entscheidung nie akzeptieren können? Welche Entscheidung? Theodor war der erste Träger, den du gerettet hast, oder? Wir sind in Canva aufgewachsen. In einem der großen Handelshäuser. Mein Vater wollte, dass ich den Betrieb weiterführe. Ich hatte nämlich seinen Sinn für Zahlen geerbt. Theo? Er nicht. Während ich drin Bücher über Handelsstrategien wälzte, war er draußen und spielte Soldat. Er war ein Spätzünder. In mehr als einer Hinsicht. Denn anders als bei den meisten Trägern dauerte es 15 Jahre, bis seine Kräfte erwachten. Meine Eltern konnten ihn gar nicht schnell genug loswerden und wollten die Vorsteher rufen. Aber ich war schneller. Ich nahm Theo und lief mit ihm davon. Theo hat dich bewundert. Für deine Stärke und dafür, wie unermüdlich du für die Freiheit von Trägern kämpfst. Aber er hat mir auch erzählt, dass er sich mehr für dich wünscht. Er wollte dich endlich von deinen Fesseln befreien, damit du glücklich wirst. Natürlich habe ich mich selbst manchmal gefragt, was hätte sein können. Mein Leben wäre so viel leichter gewesen, wenn sie ihn damals einfach mitgenommen hätten. Ich hätte das Geschäft geerbt, wie mein Vater es wollte. Aber ich habe meine Entscheidung niemals bereut. Meinen Bruder bei mir zu haben, bedeutete mir mehr als Tradition oder Ansehen. Ich musste ihn nur anschauen, um mich daran zu erinnern, was ihn erwartet hätte. Und zu wissen, dass ich immer wieder dieselbe Entscheidung treffen würde. Er war mir nie eine Last. Nicht einen Moment. Wenn überhaupt, war ich es, die ihn immer zurückgehalten hat. Das hast du nicht. Das hat er selbst gesagt. Er war dir immer dankbar dafür, dass du ihn gerettet hast. Und deshalb wollte er dich gehen lassen, wenn auch schweren Herzens. Ihr beide wart einander keine Last, sondern eine Stütze. Ihr habt einfach nur gemeinsam dafür gekämpft, dass keiner den anderen verliert. Und zwar bis zuletzt. Das stimmt. Mehr wollte ich nie. Er war doch mein Bruder. Ich wollte, dass wir zusammenbleiben. Oh, Theo. Warum musstest du? Ich weiß, dass Theo etwas anderes für mich wollte. Aber ich bleibe hier bei der Roten Karawane und kämpfe weiter. Wir verändern hier etwas. Helfen Menschen. Retten sie. Etwas anderes will ich im Leben gar nicht tun. Also führe ich fort, was wir angefangen haben. Damit Waren, Leute und auch Träger da ankommen, wo sie hingehören. Ich möchte Menschen weiter glücklich machen. So wie bisher. Auch Theo. Wo immer er jetzt ist. Das ist das Leben, das ich gewählt habe. Und ich bereue nichts. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, du weißt, dass du auch in Zukunft immer auf mich zählen kannst. Danke, Clive. Kämpfen wir gemeinsam weiter. Für Theodor. Vater, das Ende habe ich natürlich jetzt nicht für ihn gesehen, aber gut, es ist jetzt passiert. Schade um ihn. War bestimmt ein guter Kämpfer, aber gut. Eloise lässt sich von nichts unterkriegen. Ist blöd gelaufen.
Diesseits der Meerenge wirst du keine bessere Auswahl finden. Entschuldigung. Vielen Dank. Eine gute Wahl. Natürlich ist das eine gute Wahl. So. Da unten kommen wir ja noch gar nicht rein. Dann haben wir noch die Weltkordi. Da nochmal kurz gucken. Das ist nicht da, wo wir... Noch der feste Überzeugung? Ja. Dass das die hier ist. War ja noch nicht rein. Gut, dann geht es jetzt zurück und die Sachen mal abgeben. Wir haben ja noch einen Auftrag noch zu machen hier. Ich will aber nicht mit ihm reden, aber ich weiß, ich brauche den Auftrag wegen dem Punkt. Ich muss noch da hinten, ne? Ja, somit war das. Bestimmt wieder irgendwas mit Schledorn ist. Der den Finger aus dem Popo immer noch nicht gekriegt hat. Und Alexa nur schmutzige Lieder singt. Dem Zeug, das sie uns schickt. Das Zeug ist gut. Oh, Sid. So schnell hatte ich nicht wieder mit dir gerechnet. Und? Hast du mir was mitgebracht? Ja, natürlich. Hier. Ach, ich dreh durch. Ich danke dir tausendmal. Die setze ich gleich in den Schmelzofen ein. Und nun präsentiere ich dir den Tellermann-Ofen. Nicht schlecht, oder? Sieht gut aus. Du warst mal wieder meine letzte Rettung. Aber dafür sollst du natürlich nicht mit leeren Händen ausgehen. Ist schon gut, wirklich. Meine Tasche ist flexibel genug. Sag nicht sowas. Das gute Stück lässt sich sicher noch optimieren. Du könntest mir auch einfach eine größere kaufen. Wie sieht's denn mit der Schnalle aus? Ziemlich fest das Ding, oder? Wenn wir die lockern, dann würde mehr reinpassen. Und ich weiß auch schon wie. Mit meiner neuen Legierung nämlich. Dank des Telamon-Ofens kann ich sie endlich perfektionieren. Diese Metallmischung ist schön stabil, aber auch, Trommelwirbel, elastisch. Unglaublich, oder? Elastisches Metall? Gut, wenn du das sagst. Glaub mir einfach, das wird toll, versprochen. Und? Was sagst du? Das ist wirklich unglaublich. Danke, Owain. Nicht doch. Ich danke dir. Außerdem konnte ich so gleich die Legierung testen. Die können wir von nun an überall im Versteck benutzen. Ich weiß zwar noch nicht wozu, aber mir fällt schon was ein. Irgendwas, das den Leuten hier das Leben erleichtert. Und vielleicht sogar da draußen. Irgendwann erfährt die ganze Welt von den Wundern, die du ermöglicht hast. Und deine Tasche ist nur der Anfang, das sage ich dir. Die Menschen werden ihren Augen nicht trauen können. Oh Mann, das ist so hart, Rufus Stimme zu hören, ey. Aber immerhin hat er hier etwas erfunden, was helfen kann. Und nicht in die Luft geflogen kommt, ja. Wobei, ne, wie Fiana sagt, wenn ne, der Ofen explodiert, dann wissen wir, wer es war.
Ich kann wieder mehr schleppen. Oh, das finde ich ja toll. Finde ich ja voll dufte. So, das heißt, wir füllen uns einmal auf und dann mache ich das mit Schledern. Raut es mir schon wieder, ey. Aber die Missy da irgendwas. Kannst du nicht mit ihm reden? Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clive? Ja, indem du wieder die Punkte veränderst? Nein, diesmal nicht. Oh, Spende hier, annehmen. Bitte. 2500 Fertigkeitspunkte? Oh, ich kann leveln. Cool. Eine überzeugende Vorstellung. Nathalie berichtet von einem unerwarteten Überschuss in Dalimils Speichern und es ist ihr Wunsch, dass ein gewisser Lord Underhill am Segen der Stadt teilhaben möge. Sieh es als Zeichen der Dankbarkeit für vergangene Hilfeleistungen. Victor. Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr. Was für Nettigkeiten man hier doch hin und wieder mal bekommt, ne? So, müsste ich doch genug Punkte haben, um 5500. Ja, easy. Wenn ich den meistern. Jetzt knüppelt der nochmal so richtig rein, ne? So, da fehlt noch. Das wäre dann nur einmal, das wäre dann die zweite, danach kommt Meistern dran. Die müsste ich nämlich dann auch noch verbessern, aber da ich ziemlich dicht dran bin, will ich da jetzt nichts reinbuttern. Wie glaubst du, teilt man das Meer? Ja, hier ist er doch. Ich glaube, es ist besser, es nicht zu wissen. Ich glaube, ich sollte mein Mikrofon mal kurzzeitig ausstellen, während wir uns mit ihm unterhalten. Du hast es auch gehört, oder? Was meinst du? Das mit Ravost, Schledorns altem Dorf. Das mit den ganzen Schmieden? Es heißt, dass aus den Minen da in der Nähe massenweise Äther austritt. Und das Dorf? Hat jetzt eine Horde Akasischer vor den Toren. Alles, was dort kreucht und fleucht, soll sich verwandelt haben. Oder zumindest kurz davor sein. Gegen solche Massen hat das Dorf keine Chance. Die Leute brauchen Hilfe. Doris hat ein paar Fluchbrecher losgeschickt, aber ich fürchte, die werden das Ruder nicht rumreißen. So leid es mir tut. Wenn nicht bald was passiert, machen die da alles platt. Okay, das Einzige, was es jetzt damit zu tun hat, ist das Schledorn. Dein Dorf da, ne? Das werden wir verhindern. Darauf habe ich gehofft. Weiß Schledorn Bescheid? Naja, bis jetzt noch nicht. Ich wollte ihn nicht beunruhigen. Soll ich es ihm sagen? Nein. Lass es besser. Gut dann. Ich kann hier nicht länger rumstehen. Ich muss was tun. Wir sehen uns in Dravost. Entschuldigung, ich habe vergessen, das Mikrofon auszuschalten. Ich glaube, das ist das hier, ne? Dravost steht also noch. Das ist schon mal gut. Wer Hämmer schwingt, der kann auch. Ich dachte nie, dass dieser. Guck mal, bei dir kann ich auch kaufen. Du sülzt mich wenigstens nicht so voll, oder? Wie andere Weibsen. Danke. Bitteschön. Ja, hast du überhaupt noch genügend Kleingeld? Oh, du beutest mich aus. Gern. Man kann echt nerven. Vielleicht sieht man sich wieder. Der Typ ist ja schon hier.